Ja, hallo, ich bin Kawas Portak. Ich bin gebürtiger Afghane. Ich lebe seit 10 Jahren in Berlin und engagiere mich auch seit 10 Jahren in Berlin für geflüchtete Menschen aus Afghanistan. Wir sind heute hier am Flughafen BER in Berlin, Brandenburg. Wir haben uns hier heute versammelt, um uns mit Menschen zu solidarisieren, die heute nach Afghanistan abgeschoben werden sollen. Es haben mehr als 300-400 Leute teilgenommen, glaube ich. Und wir wollen, dass es aufhört, dass Menschen in das unsicherste Land der Welt abgeschoben werden. In ein Land, wo Bundeswehrsoldaten stationiert sind. In ein Land, was eigentlich seit 20 Jahren sich in einem internationalen Krieg befindet, wo mehr als 40 Länder, 40 NATO-Mitglieder und auch andere Länder in Afghanistan gegen Terrorismus kämpfen wollen. In dieses Land darf niemals abgeschoben werden. Und erst recht nicht während einer globalen Pandemie.